Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge. Ja, heute entführen wir euch zu einem der magischsten Plätze auf der Welt und es geht dabei über Europa hinaus. Wir sprechen heute über Walt Disney World und über die vier Disney Parks und ich glaube, auf diese Folge hat sich hier einer ganz besonders gefreut und zwar der liebe Jens. Hallo, lieber Jens. Hallo, Stefan. Ja, das ist natürlich die Folge des Freizeitpark Traveler Podcasts, auf die ich schon seit ganz vielen, jetzt über 20 Folgen hinfieber, dass wir auch mal über meinen Herzenspark sprechen, nachdem wir schon über deinen Herzenspark ganz viel gesprochen haben, natürlich den Europapark und auch ganz viele andere Parks, ist jetzt endlich meine lebendige Kindheitserinnerung und mein absoluter Lieblingsplatz auf der Welt dran, das Walt Disney World Resort in Florida. Ja, ich war mal gnädig und habe das Thema mal zugelassen. Vielen Dank. Ja, sonst, wir haben ja auch noch einige Parks hier in der Gegend, über die wir noch nicht geredet haben. Die kommen natürlich auch noch. Und auch da gibt es schöne Parks. Aber trotzdem gibt es für mich persönlich keinen schöneren Ort als Walt Disney World. Und perfekte Zeit, darüber zu reden. Die 50-Jahr-Feier hat begonnen. Und ich war ja auch, wie du gerade, wie wir auch schon vorher gesprochen haben, unlängst ja erst da und kann aktuelle Eindrücke so ein bisschen vermitteln und euch allen da draußen hoffentlich ein bisschen Lust machen, auch mal ja den Kontinent zu verlassen und sich auch mal einen anderen Park, und zwar ja einen der schönsten Parks weltweit und vor allem den besucherstärksten Freizeitpark der Welt, den nämlich einer dieser vier Parks ist, zu besuchen. Ja, und dieses Mal bin ich ja in der Rolle, dass ich noch nie in Walt Disney World war, beziehungsweise in den Parks und ja, schon lange, lange davon träume, einmal vor Ort zu sein und auch gedanklich schon in der Planungsphase auch bin. Und ich glaube, genau darum geht es ja heute in der Folge. Für die Leute da draußen, die genauso wie ich noch nie in Walt Disney World waren, heute mal erklärt zu bekommen von einem, ja, ich würde schon sagen Profi, der schon sein ganzes Leben lang schon ganz, ganz oft vor Ort war, mal erklärt zu bekommen, worauf kommt es denn an, wie muss man planen, wann muss man planen, kann man vielleicht auch so ganz spontan hinfahren, wie jetzt einfach mal nach Paris. Und auch da gibt es ja schon viele Sachen, auf die man achten sollte, damit der Aufenthalt einfach wunderschön auch wird. Ja, und auch die Attraktionen und die Shows und die Snacks und die ganzen vielen Hotels. Und ich habe mich ja schon auf diese Folge sehr gut vorbereitet. Aber ich muss sagen, lieber Jens, ich war etwas überfordert von diesem gigantischen Angebot. Und das ist ja, also ich will mir das gar nicht ausmalen, wenn ich dann mal vor Ort bin. Ich glaube, ich muss da 4 Wochen meinen Urlaub verplanen und auch vor Ort sein, um das überhaupt ansatzweise alles wahrnehmen zu können. Ja, aber erzähl uns mal, ist das wirklich so überwältigend, wie das hier nach außen, selbst nach Europa, nach Stuttgart, wo ich jetzt hier sitze und erreicht werde? Ist es wirklich so schön, wie es auf den ganzen Trailern auch ausschaut? Also natürlich erstmal ein ganz klares Ja. Also es ist natürlich der Freizeitpark aller Freizeitparks, ne? Weil letzten Endes, wenn wir sagen Disneyland in Anaheim war das Original, dann hatte natürlich Walt Disney, der ja, glaube ich, schon so derjenige ist, der an dem sich alle heutigen Freizeitparks zumindest vom Grund auf irgendwie orientieren und der das Ganze, also diese Perfektion und diese ganz vielen Dinge da erstmal ins Spiel gebracht hat. Und der ganz viele Ideen hatte, einfach nur keinen Platz hatte in Anaheim und der dann, ne, die Geschichte kennen ja wahrscheinlich viele, dann nach einem neuen Platz gesucht hat, ist zufällig da über Florida geflogen, hat dieses Autobahnkreuz gesehen und gedacht, hey, da ist genug billiges Land und Platz und irgendwie Autobahnanbindung, da kann ich mich endlich mal verwirklichen. Und das ist halt das Schöne. Den Vorteil, den Walt Disney World hat gegenüber ganz vielen anderen Freizeitparks auf der Welt und gerade auch vielen Freizeitparks in Deutschland, ist einfach, dass sie Platz haben. Und so visionär waren, möglichst viel Land aufzukaufen, um einfach ganz, ganz viel Platz zu haben. Und du hast einfach jetzt ein Riesenareal, das du fährst. Und sobald du da drin bist, spürst du schon überall diese Magie. Das ist nicht wie hier, wo du irgendwie, sobald du vom Parkplatz runterfährst, fährst du irgendwie an die Tanke und auf die Autobahn, fährst wieder heim und bist sofort aus dem Freizeitpark-Feeling wieder draußen, wenn du da nicht irgendwie übernachtest. Das hast du halt dort, du bist auf dem Gelände und es ist halt irgendwie überall magisch. Aber was du sagst, ist es schon so, es ist schon überwältigend. Und das ist so eines der Kernbotschaften, die ich auf jeden Fall loswerden will. Plant auf jeden Fall euren Walt Disney World Trip, wenn ihr ihn mal vorhabt. Das Schöne ist natürlich für uns alle oder für die meisten, die uns zuhören, wir
leben natürlich hier in Deutschland oder in Europa, da kann man ja eh nicht spontan mal dahin fahren. Das heißt, man muss es sowieso verbinden mit einer Flugreise und die Plattbände ohnehin lang vorher. Aber auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, im Vorfeld den Walt Disney World Trip planen, im Vorfeld auch die Tickets kaufen, weil wenn man die Tickets hat, kann man die schon registrieren in seiner App und kann schon viele Dinge buchen, die es halt auch irgendwie ohne nicht gibt. Und das ist eben ganz wichtig, Vorfeld aufzulegen. Was will man an welchen Tagen machen? Welchen Tag reserviert man sich? Wann kauft man Karten, indem man hin und her springen kann in den Parks oder halt nicht? Und da gibt es auch tausend gute Gründe für. Also allein das schon, ne? Welches Ticket kauft man? Da geht's schon los. Wie viel Zeit will man einplanen? Welche Parks will man sehen? Also das allein ist schon mal die erste große Frage. Dann kann man Restaurants reservieren und dann überlegt man sich, welchem Hotel man schläft. Und das Schöne ist ja so eine Reiseplanung, da ist man ja gedanklich dann schon so ein bisschen im Park. Und also mir persönlich macht das immer einen Riesenspaß, diese Vorfreude zu steigern, in diese Parkpläne reinzugucken und mir schon zu überlegen, was ich wann wie irgendwie machen will. Aber das ist ja, sag ich mal, schon sehr gegenteilig zu dem, wie man ja hier auch, ich kann jetzt ja nur von Europa sprechen, hier einen Freizeitparkbesuch dann auch plant, weil meistens plant man halt, ja, ich fahre jetzt mal in zwei Wochen an einem Samstag irgendwie hin und nicht, ich plane wirklich von A bis Z, von Restaurantbesuch bis zur Übernachtung alles im Vorfeld irgendwie durch. Jetzt hast du gerade schon so viele Sachen aufgezählt, wo ich dann schon so ein bisschen schwindelig auch wurde, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich war da noch nie. Wie plane ich denn jetzt wirklich am besten? Weil ich glaube, es ist echt ein Unterschied, wie du schon gesagt hast, wenn man vor Ort war, schon weiß, wo gibt's dann auch was, wo sind die Hotels angesiedelt? Ich glaube, da kann man viel, viel besser auch planen. Und jetzt wie ich möchte im besten Fall irgendwie gefühlt alles sehen. Ich glaube, das wird eh nicht möglich sein. Aber wie würde ich denn jetzt, oder wie würdest du an meiner Stelle an die Sache herangehen, ohne dass du jetzt schon einmal da gewesen bist? Plane ich jetzt? Und ich würde es mal sagen, wir blenden jetzt mal die Anreise irgendwie aus, weil ich glaube, klar, wir wissen alle, man kann da nicht mit dem Auto hinfahren. Könnte man schon, wäre ein langer Weg und lange Zeit. Aber mir geht es mal davon aus, ich möchte jetzt irgendwie im Herbst nach Walt Disney World dann auch fliegen, habe mir eine Woche irgendwo auch mal freigeschaufelt und möchte das volle Feeling mit einer Übernachtung oder Übernachtungen in den Disney Hotels. Wie gehe ich daran und auf was sollte ich am besten achten? Also auf jeden Fall ist es wichtig, dir erstmal zu überlegen, wie lang brauchst du, ne? Also Walt Disney World beinhaltet ja vier vollwertige Freizeitparks und mittlerweile auch alle vier Parks sind auch Ganztagesparks. Das war teilweise auch mal anders, also als es einer dieser vier Parks ist, also die vier Parks sind Magic Kingdom, der, habe ich ja vorhin angekündigt, ist der besucherstärkste Freizeitpark der ganzen Welt und das ist eben der klassische Park mit dem Schloss, den man vielleicht ein bisschen vergleichen kann mit Disneyland Paris. Das sind eben so die Bahnen, die man kennt, von Pirates über Small World, über Peter Pan und ganz viele andere noch, die es vielleicht hier eben halt auch nicht gibt. Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain auch. und halt eben dieses wunderbar riesengroße Schloss. Es ist mein Lieblingsschloss, aber auch einfach, weil ich viele Kindheitserinnerungen daran verknüpfe. Es ist natürlich, ich stand jetzt die Tage erst wieder vor dem Disneyland Paris Schloss. Das ist natürlich optisch noch ein bisschen schöner, das gebe ich ja zu, weil es auch noch frisch renoviert, wobei frisch renoviert sind beide. Aber das ist eben ein riesengroßes, wunderschönes Schloss. Und auch da wieder, ne? Viel mehr Platz als in Paris. Und also das ist eben das Magic Kingdom. Dann gibt es noch Epcot, erzähle ich gleich noch ein bisschen was das Konzept war, aber eher so ein bisschen futuristischer Park mit einem schönen See in der Mitte, mit vielen Länderpavillons. Eher was vielleicht ein bisschen ein erwachsenerer Park, nicht ganz so verspielt, obwohl es dort auch sehr, sehr viele Attraktionen gibt für die ganze Familie. Dann habe ich das Animal Kingdom. Das ist, da gibt's ganz viel mit Tieren, aber auch ganz viel nicht mit Tieren und ganz, ganz viel spannende und ganz tolle, sensationelle Attraktionen. Und dann gibt's die Disney's Hollywood Studios. Da ist ja auch jetzt Galaxy's Edge angesiedelt, also das berühmte Star Wars Land mit auch sehr, sehr tollen Attraktionen. Da komme ich natürlich auch gleich nochmal zu. So, und natürlich gab es eine Zeit, als die Hollywood Studios frisch aufgemacht haben oder Animal Kingdom, da war das eher so Halbtagesparks, ne? Das waren auch ein bisschen verrufen, naja, da bist du nach 5 Stunden durch, bist irgendwie alles gefahren. Dann kannst du irgendwie alles nochmal fahren oder du gehst früher ins Hotel oder du springst dann in den anderen Park. Mittlerweile kannst du in jedem dieser Parks locker einen ganzen Tag verbringen, ohne dich irgendwie zu langweilen und du bist mit Sicherheit nicht alles gefahren und hast nicht alles erlebt in einem ganzen Tag. Und deswegen musst du auf jeden Fall erstmal überlegen, wie lange willst du dorthin? Das heißt also, du solltest dir auf jeden Fall 4 Tage Zeit nehmen, also mindestens mal einen Tag pro Park, damit du so halbwegs die Sachen sehen kannst. Besser ist eigentlich,
naja, ich sag mal 2 Tage pro Tag, pro Park oder halt, also eigentlich ist am besten so ein Wochenticket, ne? Vielleicht keine 8 Tage, wenn du sagst, so 6, 7 Tage ist sehr, sehr gut. Es gibt für Menschen, und das ist auch ein Tipp, gibt es immer noch, kann man, gibt es ein Ticket für Europäer, das kann man aus Irland rausbeziehen. Und da, weil Irland ja immer noch auch zur EU gehört, nicht wie England, da würde ich natürlich davon Abstand nehmen, ob das da alles noch geht. Es gab früher auch Tickets aus England raus, aber da, ne, nach dem Brexit weiß ich nicht, ob man das noch so hier kaufen kann. Aber diese Irland-Tickets, da gibt es 14 Tage zum Preis von 7 und das ist natürlich ein Riesenschnapper. Und das Schöne ist ja auch in diesen Parks, und das sagen wir ja auch über ganz viele andere Parks, wenn ihr unseren Freizeitpark-Traveler-Podcast kennt, das Schöne an so Parks ist ja nicht nur Sachen zu fahren und da durchzurennen, durchzuhetzen. Gerade, und deswegen lieben wir ja auch Freizeitparks, das Thema Thematisierung, das Thema Eskapismus, einfach mal rauskommen und einfach rumlaufen und so einen Park genießen, einfach mal sich hinsetzen, das alles aufsaugen. Und das kannst du halt, wenn du einfach Zeit hast und nicht sagst, okay, ich muss jetzt hier heute morgens der erste rein und der letzte wieder raus. Und deswegen würde ich immer sagen, möglichst viel Zeit nehmen, aber Minimum 4 Tage. Das kannst du dir schon mal merken. 4 Tage, genau 1 Tag pro Park. So. Und das schaffe ich ja noch nicht mal ein bisschen in Paris, an einem Tag alles zu erleben. Genau, deswegen sage ich, es ist das absolute Minimum. Ne? Ich glaube, ja. So, du würdest mit so einem Wochenticket auch ganz gut hinkommen. Also 7, 8 Tage ist, glaube ich, ideal. Vor allem, wenn du das erste Mal da bist. Ich habe mal vor ein paar Jahren gehört, dass es da auch Jahreskarten gab. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell immer noch, ob die noch verkauft werden, aber dass das auch für Europäer, wenn man jetzt gerade mal so eine ganze Woche bleiben möchte, dass das auch immer ein guter Deal war. Hast du das auch gehört? Kannst du das bestätigen? Weil ich sag mal so, für mich, oder sag ich mal, ich kann ja nur für diesen europäischen Markt sprechen, hat man so das Gefühl, naja, wenn ich jetzt irgendwo eine Woche bin, da würde sich doch eventuell auch eine Jahreskarte anbieten. Also ist es dort auch so? Ist es ja jetzt mal, gibt es da eine Jahreskarte für alle Parks oder nur für einen Park, oder arbeitet man dann klassischerweise jetzt auch während den ganzen aktuellen Bestimmungen mit dem typischen Tagesticket? Nee, also du kriegst natürlich Jahreskarten, die gelten dann aber auch nur für alle Parks. Da bist du aber bei, ja, ein ganzes Stück über $1,000. Und du bist bei einer Tageskarte, naja, aktuell bei so $130, $140 vielleicht. Wenn du mehrere Tage kaufst, werden die auch wieder sukzessive günstiger. Mhm. Also ich behaupte, wenn du so 6, 7 Tage dort bist, ist es immer noch günstiger, diese Wochenkarte oder diese Tageskarten zu holen, als die Jahreskarte. Du hast natürlich mit der Jahreskarte Vorteile. Du zahlst nichts fürs Parken. Du zahlst, ne, du kriegst nochmal Discounts beim Essen und bei Einkäufen und so Geschichten. Aber insgesamt lohnt sich die Jahreskarte wirklich nur, wenn du noch länger da bist. Naja, und ich meine, wenn das Parken Disney in Paris schon 30 Euro kostet, dann kostet es wahrscheinlich $50, oder? Wie ehrlich gesagt gar nicht. Es kostet, also ich habe jetzt $25 bezahlt. Ich habe gehört, die haben es gerade erhöht auf $30. Mhm. Aber wenn du es umrechnest, ist es günstiger als Parken in Disney in Paris, verrückt. In der Tat. Ja, ja, verrückt. Ja, ja, also das sieht man mal, ne? Und genau, also das ist genau das Thema. Und du kannst dir zu den Tagestickets dazu noch aussuchen, ob du diese sogenannte Parkhopper-Option ziehst. Mhm. Also noch dazu kaufst. Das ist nochmal, kostet mal einen Betrag obendrauf. Ist aber aus meiner Sicht absolut lohnenswert, weil du hast natürlich Parks, wie jetzt gerade das Animal Kingdom, der macht abends relativ früh zu. Ne? So, weil natürlich, da geht es hauptsächlich um die Tiere, die sind dann abends, die gehen ja mal schlafen, die, ne, müssen dann wieder so ein bisschen danach nach Backstage, die Gehege und so Sachen. Und dann macht dieser Park relativ früh zu. Und dann könnte man natürlich sagen, naja, man fährt jetzt ins Hotel und, ne, lässt den Tag ausklingen. Oder man ist jemand wie ich, der sagt, hey, es gibt in den drei anderen Parks noch eine wunderbare Abendshow. Dann fahre ich doch lieber nochmal rüber, esse dort irgendwie schön zu Abend in den Parks. Weil, was man auf jeden Fall wissen muss, Walt Disney World ist das Resort, um lecker in Freizeitparks zu essen. Also überhaupt die Disney-Parks in den USA. Das ist ja immer so das Thema, was wir so Disney Paris oft haben und was viele kritisieren, die Qualität des Essens und die Auswahl. Das ist in Walt Disney World ganz anders. Also in Disney Paris würde ich eher sagen, man geht mal raus aus dem Park und isst da schnell was und geht dann wieder rein. Gerade vielleicht auch im Village oder so. Aber das hast du jetzt in Walt Disney World, kannst du wunderbar in den Parks essen. Und das ist halt eben das Schöne. Ne? Also wenn zum Beispiel Animal Kingdom zu hat, dann steigst du in einen der verschiedenen Busse oder, ja, vom Animal Kingdom wird es schwer, da kannst du ehrlich gesagt nur den Bus nehmen. Die anderen Parks sind alle nochmal ganz anders vernetzt, durch Monorail, durch den Skyliner, ne, so ein neues Gondelsystem. Also auch da ist allein das Hoppen von Park zu Park schon ein echtes Erlebnis und schon eine Attraktion in sich. Und deswegen würde ich immer raten, wenn schon, dann auch diese Parkhopper-Option, damit man, ne, vielleicht sagt man, man will nachmittags die Parade sehen im Magic Kingdom, dann fährt man mal da schnell hin. Also von Park zu Park springen ist immer eine schöne Sache. Man kennt es aus Disneyland Paris
Und das lohnt sich immer. Also auf jeden Fall frühzeitig buchen, auf jeden Fall mal mindestens 4 Tage nehmen und auf jeden Fall rate ich immer zu dem Parkhopper. Kurz von den Abständen, was mich auch interessiert, jetzt gerade in Disneyland Paris kann man ja, sag ich mal, zum Walt Disney Studios Park innerhalb von 2 Minuten rüberlaufen. Das geht ja im Walt Disney World ja nicht. Wie lange brauche ich ungefähr von Park zu hoppen, wie du schon sagst? Also bin ich da eine halbe Stunde unterwegs oder 10 Minuten oder eine Dreiviertelstunde? Also wie sind so die Parks auseinandergelegen? Also das ist so der Vor- und Nachteil der von mir angesprochenen Größe. Es ist halt alles echt groß, ja. Du kannst natürlich auch das Auto nehmen, wenn du in einem Park das Parken bezahlt hast, kannst du auch mit dem Auto einfach in den anderen Park fahren und dann da musst du nicht nochmal neu bezahlen. Mhm. Das ist übrigens anders als Disneyland Paris. Wenn du da vom Parkplatz runterfährst, musst du wieder neu bezahlen. Das hast du da nicht. Du kannst in den anderen Parks auch parken. Die haben ein sehr, sehr großes Bussystem. Ich war mal der Meinung, dass es, glaube ich, sogar das größte Bussystem in den USA ist, also größer noch als oder mehr Busse noch als jede Großstadt. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber weil die natürlich auch ein bisschen die Busse eingestampft haben. Aber auf jeden Fall kannst du von Park, zu jedem Hotel fahren, ständig Shuttlebusse hin und her. Und dann hast du natürlich gerade das Magic Kingdom mit dem, ne, also wenn du, es kommt auf an, von welchem Park du zu welchem Park willst. Also das Animal Kingdom ist relativ weit weg und fernab von allen anderen, da bist du weit unterwegs. Wenn du aber vom Magic Kingdom nach Epcot hoppen willst, dann kannst du in den Monorail steigen, ne, diese wunderschöne Einschienenbahn, die man ja auch immer wieder mal sieht, ne, auf diesem Gerüst oben drauf, fährst rüber nach Epcot, da bist du von Tür zu Tür, wenn der Monorail gleich kommt, naja, eine Viertelstunde unterwegs, ne, okay. So. Ja, aber es ist jetzt nicht die Stunden oder sowas. Weil, nein, wenn man sich so die Karten anschaut, so die man auch online auch findet, denkt man schon, ja, da ist man schon so einen Tag unterwegs. Ja, nein, das ist also das ist schon alles sehr riesig. Auf jeden Fall, also das sind schon auch Wege, ne? Aber die haben mittlerweile ganz gute Verbindungen, ne? So, du kannst zum Beispiel, wenn du in Epcot bist und willst in die Hollywood Studios, kannst du zum Beispiel ein kleines Boot nehmen, was da ständig hin und her fährt. Du kannst den Skyliner nehmen, dieses Gondelsystem. Du kannst aber auch die Busse nehmen. Also da, ne, bist du relativ gut vernetzt. Also du kommst schon hin und her. Es kommt drauf an, von welchem Park zu welchem Park. Aber es ist ja auch gerade, ne, du bist in Florida, es ist meistens warm, vor allem gerade im Sommer ist es irgendwie 40 Grad. Da bist du auch froh, wenn du einfach mal eine Viertelstunde in so einem runtergekühlten Bus sitzen kannst. Also da braucht man auch zwischendurch mal eine Pause, weil auch die Parks natürlich riesig sind. Ja. Und wir können mal, oder da kommen wir gleich noch zu, weil du hattest, es war lustig im Vorgespräch, hast du gemeint, ne, du hast den Parkplan aufgemacht von Magic Kingdom, die sieht eigentlich nicht viel größer aus als Disneyland Paris, und da ist durch Disneyland Paris man ja relativ schnell gelaufen, aber das sind schon nochmal ein bisschen andere Dimensionen. Ich würde ganz kurz, bevor wir auf die einzelnen Parks eingehen, und auch da, ich glaube auch, es wird sich lohnen, dass wir einfach zu jedem Park nochmal eine Folge machen, ne? Weil jeder Park an sich gibt auf jeden Fall eine Folge her, wenn wir ein paar Attraktionen beschreiben und ein paar Tipps geben, wo man gut isst und so. Aber ich werde heute auch zu jedem Park mal ein, zwei Sachen schon mal nennen. Auf jeden Fall, was du ja auch noch im Vorfeld planen musst, ist, wo du schläfst. Weil, genau, und ich glaube, das ist noch schwieriger. Genau. Du hast ja, sag ich mal, 4 Parks, damit kann man sich arrangieren, und 2 Wasserparks. Okay, schön und gut. Jetzt gucke ich aber, sag ich mal, auf die Karte mit den Hotels, wo es ja verschiedenste Preiskategorien gibt. Und gefühlt, fühlt es sich an, als wenn es da 100 verschiedene Hotels gibt für jeglichen Geldbeutel. Und ich glaube, kann man ja wahrscheinlich pauschal sagen, je näher man an irgendeinem Park schläft, desto teurer wird es. Kann man das schon mal so vorab sagen? Genau, also letzten Endes, du zahlst natürlich auch für das Thema Transportation, ne? Also genau, je näher du am Park bist oder je näher du an zum Beispiel dem Monorail bist oder dem Skyliner, ne, damit du schnell zu den Parks kommst, umso teurer ist es. Je weiter du außerhalb wohnst, umso günstiger ist es. Wobei das auch nicht unbedingt stimmt, weil auch da gibt es mittlerweile Hotels, die relativ teuer sind, die überhaupt nicht so gut angebunden sind. Aber daran kann man es eigentlich festmachen. Am teuersten sind die Hotels direkt ums Magic Kingdom rum. Also es gibt eigentlich drei große Preisvariationen. Es gibt Value-Hotels, die sind sehr, sehr basic, ne? Da zahlst du so um die $120, vielleicht $150 die Nacht. Und das ist
Es ist schön und es ist natürlich wie alles in Disney. Es ist auf jeden Fall sauber. Du hast auf jeden Fall einen schönen Pool dabei. Du kannst auf jeden Fall in den Bus steigen vom Hotel aus und kannst dein Auto stehen lassen und in alle Parks kommen. Du kannst eine halbe Stunde früher in alle Parks. Du kannst früher deine Restaurants reservieren, wenn du da schläfst. Und das sind Sachen, das geht eben für alle Hotels, von den günstigen bis zu den teuren. Aber du hast halt einfach große Qualitätsunterschiede. Und die günstigen, die sind halt schon sehr, sehr basic. Ne? Es ist natürlich schon ein Bett drin und ein Fernseher und ein Bad und so. Das ist natürlich alles, aber halt auch nicht viel mehr. Die Zimmer sind klein. Und ja, also aber es ist auf jeden Fall für den Anfang ganz okay. Und wie gesagt, du hast auch die ganzen schönen Sachen. Du hast halt in der Regel dann dort aber kein richtiges Restaurant, sondern eher so Snackbars. Das unterscheidet sich. Und man merkt auch so, die Busse zu den günstigen Hotels sind oft weiter weg. Also die Busstationen als die zu den teuren Hotels. Das sind so diese Feinheiten. So, dann hast du so Moderate Resorts. Da sind auch wirklich ganz, ganz schöne dabei. Das müsste man wirklich auch eine eigene Folge machen, weil auch da, es sind ja unzählige Hotels, ne, die du da wirklich buchen kannst. Und dann hast du eben noch diese ganzen Deluxe-Hotels. So in den Moderates, da zahlst du 220 bis 300 oder bis vielleicht $400 die Nacht, je nachdem. Ne? Was natürlich viel Geld ist, aber das hast du ja in europäischen Resorts auch. Also du zahlst ja in einem Europapark auch so 300 € die Nacht, ne? So. Ja, ein bisschen, also klar, die Standardzimmer sind da so 250 und je höher du gehst, desto teurer wird es halt dann auch. Aber ich glaube, das kann man schon gut vergleichen. Genau. Und das kann man auch vom Komfortlevel vergleichen, von wie schön die Zimmer sind, wie schön, aber auch da Thematisierung geht da halt über alles, ne? Und selbst die günstigen Hotels sind einfach schön gemacht und du weißt, du bist halt trotzdem auch in dieser Disney-Bubble, ne? Das ist einfach, die Thematisierung ist auch wirklich da wunderbar. Und das hast du in diesen Moderat- oder Moderate-Hotels, hast du das eben auch. Und dann hast du natürlich diese Deluxe-Hotels, da bist du bei $500-600 die Nacht aufwärts. Der Unterschied ist natürlich auch so ein bisschen zu den Hotels hier. Klar, wenn du in einem Europapark bist, dann bleibst du vielleicht 1-2 Nächte. Hier haben wir ja eben schon festgestellt, bleibst du mal mindestens 4 Nächte, vielleicht sogar 5, 6, 7 Nächte. Das läppert sich halt und da muss man halt überlegen, wo man dann halt schlafen will. Aber je teurer du wohnst, umso mehr besser hast du zum Beispiel auch teilweise Blick aufs Feuerwerk im Magic Kingdom oder Blick in den Park rein oder halt eben ganz, ganz tolle Transportation, eigene Shops mit eigenen Sachen, tolle Restaurants drin, genau, nochmal tollere Pools, also das sind halt eben schon die Sachen, die sich dann schon lohnen. Man muss dann eben gucken, was kann man sich leisten, aber auch da, nach Walt Disney World fährt man jetzt vielleicht nicht so oft wie nach Disneyland Paris und dann sagen sich halt viele, komm, da spare ich irgendwie, das ist ein Lebenstraum. Dann ist mir es irgendwie auch egal, ob es dann irgendwie 1.000 € mehr oder weniger kostet. Das muss man halt einmal dann irgendwie in Kauf nehmen, ja, wenn man das will. Wenn, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon viele, viele Jahre, wenn ich das so sagen kann. Wo würdest du mich denn hinschicken? Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch Jens, wähl mal was aus für mich, du kennst mich, du weißt was jetzt auch, ich übernachte ja schon ganz gerne, vielleicht einen Tick luxuriöser. Ja. Also es muss jetzt nicht irgendwie das High-Class-Hotel direkt mit Parkblick irgendwie sein. Aber aus dieser gesamten Auswahl, wo würdest du mich am ehesten sehen, in welchem Hotel? Also was für mich eins der allerschönsten Hotels ist vor Ort, ist in der Tat die Animal Kingdom Lodge. Also wenn du auch Tiere magst, das ist einfach ein wunderschönes Hotel. Und das im Übrigen rate ich auch immer jedem, wenn man so ein paar Tage da ist oder man ist so 1-2 Wochen in Florida und dann kommt es ja auf den Tag mehr oder weniger nicht an, auf jeden Fall mal einen Tag Zeit nehmen und so durch die ganzen Hotels fahren, weil die sind auch schon ein absoluter Hingucker und auf jeden Fall ein Besuch wert. Und die Lobby in der Animal Kingdom Lodge, das ist eben das Hotel direkt neben dem Animal Kingdom Park, ist ganz irgendwie afrikanisch gehalten, riesengroße, hohe Lobby, alles ganz mit ganz viel dunklem Holz. Und du hast da eine ganze Menge Zimmer, die auf so eine Savanne rausschauen, wo du einfach nachts auf deinem Balkon sitzen kannst und irgendwie Giraffen zuschauen kannst, die dann bei dir vorbeikommen und irgendwie da was am Essen sind und so. Und das ist einfach, hat ein ganz, ganz tolles Flair. Da ist ein wunderbares Restaurant drin. Also 2 Restaurants, aber eins davon, Boma, ist großartig. Und also das würde ich auf jeden Fall, das ist eine schöne Sache. Dir würde ich vielleicht, was ich dir dann, glaube ich, raten würde, wäre mal eine Nacht auf jeden Fall mal umzuziehen und das Geld in die Hand zu nehmen, mal eine Nacht im Contemporary Resort zu wohnen,
weil das ist das Hotel, was am nächsten am Magic Kingdom dran ist. Dann kannst du Zimmer kriegen mit Blick auf den Park. Du kannst von deinem Zimmer aus das Feuerwerk dir angucken, was auch einfach wunderschön ist. Du hast in dem Hotel ist eine Monorail-Haltestelle. Also diese Monorail fährt durch das Hotel durch. Und das ist, glaube ich, was man irgendwie einmal erleben sollte. Ansonsten würde ich eins von den Moderates. Also die Animal Kingdom Lodge, das könnte was für dich sein, in der Tat. Also ich glaube, das wäre sowas, da würde ich dich, glaube ich, hinschicken. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja mit was anderem gerechnet. Mit welchem hast du gerechnet? Ich habe gedacht eigentlich, dass du mich zum Galactic Star Cruiser schickst. Das hört doch gar nicht auf. Ja gut, aber gut. Und du hast wahrscheinlich auch so ein bisschen auf meinen Geldbeutel auch geachtet. Genau, also Galactic Star Cruiser, das eröffnete Star Wars Hotel. Und ich glaube, da liegt man aktuell, wenn man zu zweit dort schläft, glaube ich, bei für 2 Nächte und 3 Tage... Wobei es sind ja eigentlich fast 2,5 Tage, glaube ich, bei $4,000 pro Person oder so. Ach ja, das ist ja ein Schnapper, wie man so sagt. Dabei, wenn man einmal da ist, ja. Nein, aber es gibt einfach tolle Hotels. Also auch das Polynesian ist sehr schön. Also auch das, wenn ihr euch davor überlegt, man muss gucken, welchen Stil will man hat. Ne? Das Polynesian ist so diesen polynesischen, so heißt es ja auch irgendwie Stil, auch mit tollen Bars und Geschäften drin, tollen Flair. Ist auch relativ teuer, was auch am Monorail liegt. Was ich auch liebe, ist das Disneys Port Orleans French Quarter zum Beispiel. Das ist alles ein bisschen wie New Orleans gemacht in dem Style. Aber auch, also es gibt einfach so viele schöne Hotels dort. Auch Coronado Springs ist ein schönes. Also man muss wirklich gucken, worauf hat man Lust, auf welchen Stil. Sich mal die Pools anschauen, auch überlegen, ne, was macht man da viel. Will man dort was essen gehen, öfter mal abends, dann sucht man sich eins mit einem der besseren Restaurants aus. Also das bedarf viel Planung. Das Schöne ist bei den Hotels, vor allem wenn man in die in die Moderate Hotels geht oder halt auch in Deluxe, du kannst aber auch nichts falsch machen. Also ist jetzt kein Hotel, wo ich sage, nee, also für den Preis, das ist voll abgewohnt oder das ist irgendwie nicht schön. Du kannst eigentlich kein falsches Hotel nehmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Vorteil. Was ich auch in diesem Zusammenhang immer wieder an verschiedenen Stellen gehört habe, ist das Motto Dining Plan. Vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle drauf bringen. Was verbirgt sich dahinter? In welchem Vorfeld oder in welchem Zeitintervall muss ich schon vorab irgendwie die Restaurants dann auch buchen? Ist es so wie in Disneyland Paris, wo man bis zu 2 Monate vorher auch schon seinen Tisch reservieren muss? Hat man wirklich Vorteile, wenn man so einen Dining Plan bucht? Was ist da alles mit drin? In welchem Umfeld? Also, weil ich höre das immer an verschiedenen Stellen, kann mir jetzt nicht so wirklich was Greifbares runter vorstellen. Hotels ist das eine, Dining Plan, klar, da geht es um irgendwelche Essensgeschichten, aber ja, erklär uns doch mal da draußen, für die noch nie da waren, was kann ich denn darunter verstehen? Also es gibt immer wieder mal Zeiten, in denen man diesen Disney Dining Plan relativ günstig auch dazu buchen kann zu seiner ganzen Reservierung. Ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, habe das noch nie gemacht, weil für mich ist so das Essen, ich weiß immer nie, wann ich Hunger habe. Und es gibt Tage, da will ich einfach viel snacken. Oder immer ist natürlich auch absolut richtig. Also letztendlich ist der Dining Plan ein fester Preis, den du zahlst und dafür kriegst du jeden Tag so und so viel Mahlzeiten. So, und du kannst es auch irgendwie aufheben und dafür ne für mehrere Snack Credits dir was Teureres holen. Du hast aber viele Karten in den Restaurants oder auch in den ganzen Quick Service Restaurants oder so. Da hast du halt bestimmte Sachen, die kannst du dann für deinen Dining Plan holen. Mhm. Ich persönlich hab dann meistens irgendwas anderes auf der Karte, was ich gerne essen will. Und das ist dann nicht mal im Dining Plan drin. Und dann zahle ich so. Ja, dann habe ich was übrig und kann mir abends dann 2 andere Snacks holen, anstatt nur einem. Es gibt Leute, ne, wenn du sagst, okay, du willst es einfach im Vorfeld, weil natürlich sind die Sachen auch ein bisschen teurer dort, ne, wie in jedem Freizeitpark. Ist das Essen geht natürlich auch ins Geld. Und wenn du sagst, du willst vorher einfach alles bezahlt haben, dass du das ne, im Hinterkopf weg hast und dann nicht dort irgendwie denkst, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder $10 zahlen irgendwie und dann nochmal $20, dass du dir da irgendwie den Spaß nicht irgendwie ruinierst mit dem ganzen Thema Geld. Dafür ist so ein Dining Plan natürlich schon gut, weil dann hast du es einmal bezahlt, dann ist es weg und dann kannst du einfach mehrfach am Tag da essen und hast deine Ruhe. Mich persönlich stört das nicht, wenn ich sage, okay, der Eintritt, das habe ich alles schon lange bezahlt und dann gebe ich noch ein bisschen was fürs Essen aus. Deswegen mache ich da den Dining Plan nie.
Was du auf jeden Fall machen solltest, ist die Restaurant-Vorreservierung. Und das haben die jetzt gerade geändert. Aktuell kannst du 6 Wochen vorreservieren. Das waren mal früher, wenn du eine Hotelreservierung hattest, 6 Monate. Das haben die gerade vielleicht auch wegen Covid, aber auch einfach, weil schon alles so weit im Vorfeld ausgebucht war und dann Leute nicht gekommen sind. Mittlerweile musst du dann, glaube ich, aktuell waren es $10 zahlen, wenn du nicht erscheinst und nicht absagst. Was ich im Übrigen ein gutes System finde, weil das hat man in vielen anderen Parks. Die Leute reservieren einfach und tauchen nicht auf. Und ein anderer kommt dann nicht ins Restaurant rein oder so. Aber das ist schon so, die wirklich guten Restaurants, und da gibt es, obwohl es viele gibt, die sind einfach schnell ausgebucht. Also da, sobald es geht, im Vorfeld Restaurants reservieren. Man kann immer hingehen und sagen, hey, wenn einer nicht auftaucht, kriege ich da trotzdem einen Platz, ein bisschen Standby-mäßig, das geht schon auch. Aber auch das ist natürlich ein bisschen schade, wiederum, ne, du kannst nicht einfach hinfahren und gehst dann in irgendein Restaurant, die richtig tollen Restaurants, zum Beispiel im Magic Kingdom. Be Our Guest Restaurant, alles im Stil von der Schöne und das Beast. Du gehst in das Beast Castle rein, du hast da drin mehrere Räume, die halt komplett an Szenen, ne, der größte Raum ist der große Ballsaal von der Schöne und das Beast. Dann hast du aber auch den Raum, in dem diese Rose steht. Ne, wenn du da isst, dann geht ab und zu das Licht aus und es kommt ein Blitzschlag und ein Gewitter und du siehst, wie bei der Rose dann die Blätter runterfallen. Und dann hast du den Raum, in dem das Beast die ganzen Bilder von sich zerstört hat und so, der auch ein bisschen düster ist. Also ganz viel, ganz, ganz tolle Räume, super leckeres Essen auch und auch halbwegs erschwinglich, vor allem wenn du für Mittagessen dahin gehst. Das sind so Sachen, das musst du halt reservieren. Ich meine, die sind super groß, die Restaurants, aber die sind trotzdem ausgebucht. Ne? Also da auf jeden Fall im Vorfeld informieren und einen Tisch reservieren. Oder zum Beispiel, worauf ich jetzt auch abziehe, wenn ich jetzt im April wieder da bin, in Epcot hat jetzt gerade aufgemacht Space 220. Das ist so ein Restaurant, da steigst du vorher erstmal einen großen Fahrstuhl und wirst raus auf eine Space Station geschossen und ist dann dort und kannst rausgucken ins Weltall. Und ne, mit so einem einmal außenrum ein riesen Screen, oder ist es doch kein Screen und du guckst wirklich ins Weltall, wer weiß. Ja. Und fliegen ab und zu mal Raumschiffe vorbei und auch so Star Wars Schiffe und keine Ahnung und so Astronauten klopfen an sich die Scheibe und also sieht großartig aus, Essen sieht super lecker aus. Das sind so Sachen, klar, weil sie auch neu sind, da will halt jeder hin und auch da eine sensationelle Thematisierung wieder, fast mit einer kleinen Attraktion am Anfang eingebaut, ne, wo du wirklich in diesem Fahrstuhl bist, du hast oben und unten den Screen und es sieht, fühlt sich an, als würdest du da rausgeschossen, ne, und solche Sachen, da musst du halt eben reservieren. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, Dining Plan muss man gucken, kann sich manchmal lohnen, wenn man sagt, mir ist egal, was ich esse, ist alles irgendwie lecker. Wenn man aber sagt, ich will aber die und die bestimmten Sachen essen und die sind da nicht im Dining Plan enthalten, dann bringt der nicht ganz so viel. Bevor wir jetzt aber über die einzelnen Parks sprechen, habe ich noch eine allgemeine Frage auch zum Thema Planung. Denn ich frage mich, wann ist denn eigentlich die beste Zeit, um nach Walt Disney World zu fahren? Also wann sollte ich gehen? Lieber im Frühjahr oder im Sommer oder im Winter? Oder wann ist denn deiner Meinung nach der beste Zeitpunkt? Was es nicht mehr so wirklich gibt, was es früher mal gab, sind wirklich so Zeiten, wo irgendwie keiner da ist und alles leer ist und über nur 5 Minuten anstehst. Ne? Also auch Walt Disney World, weil es halt eben so toll ist, wollen halt immer Leute hin und es ist schon immer ein bisschen voller, aber es gibt schon Zeiten, da ist es wirklich, wirklich angenehmer. Du musst auf 2 Dinge achten. Einerseits musst du darauf achten, dass du in Florida bist, das heißt, du musst irgendwie um das Wetter rum planen. Das heißt, Hochsommer ist so eine Sache, naja, also ich war schon im Hochsommer da während der Hitzewelle bei irgendwie 45 Grad im Schatten, das macht da nicht mehr ganz so viel Spaß. Da rennst du irgendwie von Attraktion zu Attraktion, da hatten die damals sogar Leute da stehen auf den Wegen mit Wasserspritzpistolen, die dich alle 5 Minuten angespritzt haben, damit du irgendwie halbwegs noch lebend bei der nächsten Attraktion ankommst. Da ist dann natürlich auch nicht viel los, aber da will man auch nicht wirklich hin zu der Zeit. Dann musst du im Herbst ein bisschen aufpassen, wenn Hurricane-Saison ist. Weil dann kann es passieren, dass du halt irgendwie dann in einem Hurricane landest und es irgendwie einen halben Tag regnet. Also am besten ist wirklich Frühjahr, ne? So vor Ostern, so Februar, März, April, Mai, das geht schon noch. Das sind eigentlich echt schöne Zeiten, auch Ende Januar noch. Ich meine, auch dann, da ist dann aber auch nicht jeden Tag 30 Grad, da ist es dann abends halt kühl. Da hat man das Thema eher, dass tagsüber 22 Grad sind und wenn du halt abends irgendwie erst um 10, 11 aus dem Park gehst, dann sind es vielleicht nur noch 15 Grad, dann musst du halt schon trotzdem eine Jacke mitschleppen und so Geschichten. Aber deswegen ist für mich so Februar, März, April eigentlich die schönste Zeit. Da musst du auch wieder aufpassen, was du immer im Blick haben musst, was du ja bei ausländischen Parks sowieso immer im Blick haben musst, wie sehen die lokalen Feiertage aus? Mhm. Ich war einmal Disneyland Paris und dachte, oh cool, hier ist ja nichts. Ja, und da war französischer Nationalfeiertag und ich wusste den nicht. Und es war auf einmal die Hölle los. Ja.
Und das hast du halt in den USA auch. Du musst so ein bisschen gucken, dass du nicht, du musst gucken, wann ist Spring Break, wann sind die ganzen Colleges zu und die machen, die überrennen dort die Parks. Also diese ganzen Dinge, wie sehen da so die Ferienzeiten aus, das musst du auch ein bisschen im Blick haben. Am besten, oder das Schöne ist ja, dass für uns, dass die Amerikaner nicht so wahnsinnig viel Urlaub haben. Und die nehmen ihren Urlaub da für alle eigentlich so fast zur gleichen Zeit, nämlich wenn diese großen Feiertage sind, so Thanksgiving und Ostern und natürlich Weihnachten. Und da ist es immer gut, wenn du so kurz davor oder kurz danach da bist, ne? Also eine super Zeit ist zum Beispiel auch nach Thanksgiving, so wenn, weil bei Thanksgiving sind die alle am Reisen, sind viel in den Parks und dann an Weihnachten wieder. Wenn du die Zeit dazwischen nimmst, ist relativ wenig los in den Parks. Mhm. Und du hast zum Beispiel auch schon die ganze Weihnachtsdekoration, wenn du da ganz am Anfang da bist, die Weihnachtspartys, du hast aber nicht ganz so volle Parks. Aber das sind so die Zeiten, in denen ich gehen würde. Wie gesagt, man kann auch, wenn einen die Hitze nicht stört, im Sommer gehen, dann ist auch nicht so arg viel los, weil es den meisten Leuten zu heiß ist. Dann muss man aber ein bisschen hitzeresistent sein. Also dir würde ich raten, so Februar, April, so nach Ostern, sowas, das ist, glaube ich, noch ganz gut. Ja, also glaube ich, würde ich auch dann direkt so planen. Okay, ja. Also ich habe gelernt, Tickets im Vorfeld kaufen, Hotelbuchung sowieso der beste Zeitpunkt. Und dann, sag ich mal, was und auch... Und genügend Zeit einplanen. Genau, genügend Zeit einplanen und am besten mit einem Parkhopping-Ticket dann auch arbeiten, damit man auch spontan die Parks dann auch wechseln kann. Und dann habe ich, sag ich mal, relativ intensiv mitbekommen, diese ganze Veränderung rund um das Thema Fastpass, Genie Plus, Lightning Lane. Vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen mit abholen, was sich jetzt in den Parks geändert hat, was das kostet. Und früher, und das war zumindest mein Stand, konnte man auch schon im Vorfeld gratis irgendwelche Fastpässe oder Zeiträume dann auch buchen. Gibt es das noch oder ist es alles auf kostenpflichtige Services umgestellt worden? Also es gab die ganze Zeit, also ganz früher gab es ja, wie es heute auch noch in vielen Parks gibt und auch das in Paris auch eine ganze Weile länger gab, diese klassischen Papier-Fastpasses an den Attraktionen. Ne? Das sagen wir auch immer als Tipps in vielen anderen Parks. Guckt mal, gibt's da sowas, dass du eben nicht anstehen musst, sondern irgendwie eine Zeit genannt bekommst, in der du zurückkommen kannst und dann musst du eben nicht mehr anstehen. Du kannst in der Zeit irgendwas anderes machen, was essen oder irgendwas anderes fahren. Das gab es natürlich dort auch eine ganze Weile. Dann hat man es umgestellt auf eine elektronische Variante. Und das war so ein bisschen, ich fand das gar nicht so schlecht, weil da konnte man einfach schon lange im Voraus sich seine Fastpasses buchen. Zumindest immer 3 Stück. Und wusste dann schon, hey, toll, an dem und dem Tag fahre ich die und die Attraktion, da kann ich mich schon vorfeld freuen. Und wenn man die dann aufgebraucht hatte, konnte man über die App an dem Tag neue buchen. Da war der Vorteil, wenn man in einem Hotel gewohnt hat vor Ort, hatte man einfach einen früheren Zeitraum, in dem man die buchen konnte und konnte halt eben gerade bei den super hochklassigen Attraktionen, die jeder fahren will, auf jeden Fall sich irgendwie einen Fastpass sichern. Mhm. So, das Thema wurde dann sowieso zu Corona-Zeiten so ein bisschen eingestampft mit Fastpassen, war ja sowieso auch nicht so viel los in den Parks. Und jetzt gibt's ein neues System, das nennt sich Disney Genie. Und das ist ohnehin ein System, was erstmal kostenlos daherkommt. Das heißt, auch da wieder, kleiner oder großer Tipp, immer die App erstmal laden. Auch das sagen wir bei den vielen Freizeitparks. wenn ein Freizeitpark eine App hat, ladet die euch runter, weil dann kriegt ihr angezeigt, wie lange man anstehen muss bei der Attraktion. Auch teilweise interaktive Karten, wenn man sich verlaufen hat im Park. Und das sind so Dinge, das hat natürlich Walt Disney World auch, ganz klar. Und darin gibt es eine kostenlose Variante, die nennt sich Disney Genie. Die sagt einem einfach im Park, hey, guck mal, du hast vorher angegeben, du fährst gerne It's a Small World. Ich sehe gerade, du bist in der Nähe und die Anstehzeit ist relativ kurz. Ich würde dir raten, da mal hinzugehen. So, das ist eigentlich gar kein schlechter Service, wenn du jetzt wirklich das erste Mal im Park bist. Ich weiß nicht, wie gut diese virtuelle Intelligenz dort aktuell schon funktioniert, aber es kann natürlich schon sein, wenn das gut funktioniert, ist das erstmal eine gute Sache, weil du einfach Zeit sparst. Ne? Du wirst einfach dorthin geschickt, was dir vielleicht gerade gefallen könnte. So, dann haben sie das Ganze jetzt umgestellt, so ein bisschen auf eine Bezahlvariante. Also du kannst für $15 am Tag dir eine Bezahlvariante davon holen. Du hast das andere trotzdem noch, aber du kannst darüber einfach Fastpasses buchen, die es früher eben gab. Und die nicht mehr im Vorfeld, sondern wirklich nur an dem Tag, an dem du dort bist. Und du kannst die auch, du musst schon irgendwie auf dem Gelände sein und in dem Park und dann kannst du dir die buchen. Und beziehungsweise du musst nicht im Park sein, du musst auf dem Gelände sein, aber du kannst die dann im Vorfeld eben halt an dem Tag buchen.
Und du, aber auch nur für den Park, den du reserviert hast. Das ist im Übrigen auch was Neues aktuell. Da weiß man nicht, wie lange das beibehalten wird. Du musst aktuell im Vorfeld dir einen Park reservieren. Na, das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst nächste Woche dahin und du willst gerne ins Magic Kingdom, kann es sein, dass das Magic Kingdom voll ist und du musst am ersten Tag vielleicht im Animal Kingdom anfangen. Auch wenn du den Parkhopper-Pass hast, den darfst du aktuell erst ab 14 Uhr benutzen. Das heißt, bis 14 Uhr bleibt jeder in seinem Park. Das machen sie auch so ein bisschen, damit es kein Durcheinander gibt und damit du auch so ein bisschen planen kannst und die Attraktionen planen kannst und wie viele Leute du dort eben arbeiten brauchst und so Geschichten. Ja. Aber für diesen Park, den du reserviert hast, kannst du dann so ein Fastpass buchen und du kannst dir alle 2 Stunden dann den nächsten buchen. Mhm. So, und kannst ab 7 anfangen und kannst dann um 9 wieder einen buchen, um 11 wieder einen buchen. Und so Geschichten. Und das bringt dir schon was, gerade wenn du jetzt wirklich nur einen Tag pro Park machst, bringt dir das schon, je nach Park, schon ein bisschen, spart dir das einfach ein bisschen Wartezeit, weil in der Zeit, ne, während der Fastpass läuft, kannst du noch schnell was anderes fahren und dann springst du rüber, wenn deine Zeit gekommen ist und kannst dann die Attraktion fahren, für die du einen Fastpass hast. Das kostet $15 pro Tag, finde ich aktuell in den meisten Parks relativ lohnenswert. Es gibt Parks, gerade in Epcot zum Beispiel, komme ich gleich noch zu, da gibt's das hauptsächlich bei Attraktionen, wo du eh nicht so lange anstehst. Und naja, ob du 10 Minuten anstehst oder 5, da lohnt sich nicht unbedingt. Aber gerade Magic Kingdom ist das Thema absolut Gold wert. Du kannst dann, und deswegen heißt es nicht mehr Fastpass, sondern es heißt Lightning Lane, ne? Also ja, wie ein Blitz an allen vorbei. Es gibt allerdings in jedem Park mittlerweile auch Attraktionen, für die kannst du einen Lightning Lane Access kaufen und für die kannst du den nur kaufen. Und der ist nicht Teil von Disney Genie oder in dem Fall Genie Plus, sondern den kannst du unabhängig davon einfach so dazu kaufen, zwischen $9 und $15 pro Attraktion, und kannst dann dort auch eine Zeit dir erkaufen, in der du halt nicht anstehen musst. So, auch das, ja, da gibt's viele Meinungen zu. Auch da jetzt, als ich jetzt da war, war ich auch relativ kurz nur da und es gab eben eine Attraktion, die wollte ich unbedingt fahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, die $9 gibst du jetzt mal aus, weil dann stehst du keine 45 Minuten an. Und wenn du gerade wenig Zeit hast, ne, wenn du, sag ich mal, wirklich nur einen Tag pro Park da ist, dann erkaufst du dir halt einfach die Zeit. Ja, aber ich merke schon, selbst das Thema würde eine gesamte Folge. Absolut. Also ich sage, du musst mich bremsen. Ja, ich kann jetzt auch 5 Stunden Monolog halten. Nein, alles gut. Mich interessiert es ja auch total und ich finde es auch total spannend. Also wir können ja auch gerne mal auch das nach draußen auch fragen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was euch interessiert und dann können wir das dann auch in die kommenden Folgen mit einfließen lassen. Aber das waren so alles so Begrifflichkeiten, die mir, sage ich mal, persönlich immer wieder auch über den Weg gelaufen sind, ob bei YouTube oder egal wo man auch unterwegs war, waren das immer so die Themen, die man und auch die Veränderungen, die man auch so als, aus Außenstehender, sag ich mal, auch so mitbekommen hat. Aber eine Sache, und vielleicht steigen wir jetzt auch mal direkt in die Parks noch ein, was ich natürlich auch in allen Poren auch schon aufgesaugt habe, ist das 50-jährige Jubiläum von Walt Disney World mit dem Song The Magic is Calling. Ich singe ihn schon die ganze Zeit und ich möchte es euch allen ersparen. Ich werde das Lied nicht anstimmen. Vielleicht doch, vielleicht auch während der Folge. Aber vielleicht entlocke ich es dir doch mal. Mich hat das total abgeholt. Der Song, die Celebration, das ganze Merchandise. Und ich habe dich ja, sag jetzt mal, vor Ort mit einem Auftrag, sag ich mal, vertraut gemacht. Nämlich, suche mir das schönste Merchandise zum 50-jährigen Jubiläum raus und bring mir das mit. Und ich glaube, du bist ein bisschen daran gescheitert, weil halt die besten Sachen schon ausverkauft waren. Ich habe trotzdem die Tüte hier stehen und wir können ja nochmal so ein kleines Live-Unboxing auch machen, was du mir mitgebracht hast. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie war es vor Ort? Was hast du alles an Specials mitbekommen? Und ich habe ja auch gelesen, dass es bis 2023 das Jubiläum auch laufen soll. Also das heißt, man hat genügend Zeit, noch alle besonderen Highlights dann auch zu entdecken. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit Magic Kingdom. Wie war es da? Was hast du alles aufsaugen können bei deinem Besuch? Und warum sollte man vielleicht im Magic Kingdom zuerst starten? Ja, das ist immer eine gute Frage, ne? Ich glaube, viele starten einfach Magic Kingdom, weil es halt eben der Park der Parks ist, ne? Also weil es der bekannteste Park ist, weil das Schloss da steht und
Das ist natürlich Disney-Feeling pur. Und das ist natürlich auch der Park mit den ganzen, über die ganzen Charakteren und alles. Ich habe jetzt gerade heute Morgen eine interessante Frage von einem auch bekommen, weil mich schreiben natürlich auch mal ganz viele Leute an. Was? Und fragen, na, wirklich? Und so. Und es passiert schon. Und auch eine spannende Frage, ja, wie ist das denn? Ich bin eigentlich gar kein so Disney-Fan, also Filme und so, und ich kann mit den Figuren gar nichts anfangen, aber ich bin großer Fan von Freizeitparks. Ist das denn auch was für mich, ne? Und das ist halt auch das Schöne eben an Walt Disney World. Ich glaube, natürlich kannst du selbst das Magic Kingdom genießen, wenn du noch nie irgendwie in Disney an oder Pixar oder wie auch immer Film gesehen hast, weil es trotzdem toll thematisiert ist und so. Aber es ist natürlich der kindgerechteste Park, der verspielteste Park und der Park, den du natürlich noch besser genießen kannst, wenn dir einfach auch die Charaktere was sagen, weil du die halt eben dort alle irgendwie auch wiederfindest, gerade im Fantasyland. Ne? Und jetzt zum 50. was sie ja gemacht haben. Erstmal, sie haben natürlich, wie man es immer so macht, bei so Geburtstagen, wie es ja jeder Park macht, die putzen sich natürlich raus. Also man sorgt dafür, dass alle Attraktionen funktionieren, dass nicht gerade dann die Hauptattraktion im Umbau ist oder so, wenn dann alle Leute hinkommen. Das ist sehr schön. Und sie haben eben alle Wahrzeichen und jeder Park hat natürlich sein Wahrzeichen. Jetzt auch mit Lichtern versehen, die dann funkeln, die wunderschön nochmal aufgepeppt aussehen und wo dir echt das Herz aufgeht, wenn du die siehst. Dann sind überall in den Parks verteilt 50 goldene Statuen von ikonischen Figuren oder Figuren von Attraktionen. Das ist sehr, sehr schön. Was natürlich das Problem ist, du hast neue Abendshows, du hast angepasste Paraden und so Sachen. Das ist alles toll. Gerade auch im Magic Kingdom gibt es auch ein nagelneues Feuerwerk. Ich konnte es leider nicht sehen, weil an dem Abend, und ich hatte auch da wieder leider nur diesen einen Tag Zeit, an dem Abend war eben eine Special Weihnachtsfeier, wie es um die Weihnachtszeit eben so ist. Gibt es an ganz vielen Abenden, macht dann ab 6 der normale Park zu und dann gibt es nochmal ein Special Ticket Event. Und dann können eben nur die Leute rein, die dieses besondere Ticket haben. Dann gibt es da auch nochmal ein eigenes Feuerwerk und so Geschichten. Aber deswegen konnte ich das normale Feuerwerk leider nicht sehen. Das ist auch sehr, sehr toll. Disney Enchantment heißt das. Das kann man sich auf YouTube angucken. Ganz, ganz großes Kino. Auf jeden Fall zum 50. Also ein bisschen das Problem. Und das geht Walt Disney World gerade so, wie es vielen anderen da draußen auch geht, vielen anderen Läden auch. Die Sachen kommen einfach nicht nach, ne? Und ich war jetzt da, gut, das war schon 2 Monate nachdem, also am 1. Oktober 71 hat Magic Kingdom aufgemacht, also 1. Oktober 21, jetzt ging die 50-Jahres-Feier los und ich war jetzt Ende November da, also ja, da nicht lang danach, aber trotzdem war halt leider alles weg und ich glaube, das Coolste, was ich dir mitbringen konnte, war ein Seifenspender. Ja, oder ich muss das jetzt mal ganz kurz hier auspacken, Moment, hole mir mal kurz hier meine Geschenktüte, die du mitgebracht hast. Weil es ist aber auch kein normaler, also Seifenspender klingt jetzt so. Nein, ja. Deshalb, ich will den jetzt schon so kurz zelebrieren, weil also es ist wirklich, also ich hole ihn mal ganz kurz aus, denn der Seifenspender, da liebäugle ich schon seit vielen, vielen Monaten, ich glaube, es kommt aus Tokio, habe ich das, glaube ich, mal irgendwie gesehen, denn, sag ich jetzt mal, also der ist schön in diesem Dunkelblau mit dem 50. Jubiläumslogo drauf und die ganzen Characters. Und dann so ein goldener Aufsatz. Und ich habe ihn noch nicht aus der Verpackung geholt, weil ich bin noch so ein bisschen ehrfürchtig. Weil, also da ist Seife drin. Und wenn man drauf drückt, hat man einen Seifenschaum in Mickey-Form auf der Hand und kann sich damit die Hände verreiben. Und also ich meine, wie toll ist das denn bitte? Also ich möchte das bitte überall haben, im Büro, zu Hause, überall, wo ich so einen Seifenspender benutze, dass da so Mickey-shaped Seife irgendwie rauskommt. Und ja, also auch die Verpackung ist super schön. Also da hast du mir wirklich eine große, große Freude gemacht, lieber Jens, weil ich da echt schon lange drauf geschaut habe. Dann, ich guck mal weiter, dann hast du mir ganz viele Parkpläne mitgebracht. Auch das finde ich immer super. Also ich bin ja immer sehr, sehr neugierig und stöbe auch trotzdem, obwohl ja alles digital auch zur Verfügung steht. Moment, ich raschle jetzt ein bisschen, denn ich hole jetzt hier gerade noch auch ein weiteres Geschenk raus, beziehungsweise ein Mitbringsel. Und zwar mein erstes Magic Band in Gelb, oder ich wollte schon sagen Goldton,
mit sogar einer 2021er Passholder Edition, Special Edition. Und genau. Dagobert Duck ist drauf. Und ich liebe auch Dagobert. Also du hast mich wirklich da komplett mit abgeholt. Und das war ja so ein bisschen eine Überraschung für mich. Also ohne, dass ich dir gesagt habe, genau welches Magic Band habe ich dir nur den Auftrag gegeben. Bring mir bitte eins mit, damit ich mir hier zu Hause schon mal das anlegen kann und schon mal so tun kann, als wenn ich jetzt gleich irgendwie nach Walt Disney World dann auch fahren würde. Aber klar, für den nächsten Aufenthalt habe ich das schon dann mit dabei. Aber für alle da draußen, die jetzt das Thema Magic Band noch nicht kennen, was kann ich denn damit überhaupt tun? Ist das einfach nur ein schönes Armband oder was sind da für Funktionen dahinter? Also es ist natürlich erstmal ein schönes Armband auch. Es hat aber eine ganze Menge Funktionen drauf, weil wenn du das mit der App kombinierst, dann kannst du da, brauchst du eigentlich gar nichts anderes mehr, ne? Also du kannst damit zum Eingang rein, du kannst damit teilweise eine Hoteltür aufmachen, du kannst damit, wenn du einen Lightning Lane gebucht hast, dass da immer an diese, und diese Dinger sind auch so schön, ne? Du hältst das da dran, da ist so ein Mickey-Kopf dran, dann geht da so ein Licht außen rum, das wird dann grün, dann kommt so ein wunderbarer Ton und dann so bling und dann darfst du halt dann so reingehen in den Park oder rein in die Attraktion, ist einfach wunderschön. Und wenn du in einem der Disney Hotels wohnst, dann kannst du sogar deine Kreditkarte hinterlegen. Leider nur dann, das geht nicht einfach so über die App oder so, aber wenn du in dem Hotel wohnst, kannst du deine Kreditkarte hinterlegen und dann kannst du sogar alles in dem Park und auch selbst in dem in Disney Springs, dieser Shopping Area, auch dort in den Läden, kannst du alles mit deinem Magic Band bezahlen. Und ich habe das wirklich mal probiert und habe mal einen Tag mein komplettes Portemonnaie zu Hause gelassen und bin einfach nur mit dem Magic Band rumgelaufen und ich konnte alles damit zahlen, ne? Mit noch einem PIN-Code, den nur du kennst, sonst könnte ja jeder das Ding finden und damit bezahlen. Ja. Und das ist einfach so schön, weil es so schön thematisiert, ne? Du hast das am Arm, ich habe ja auch eins, ich habe mehrere hier rumliegen mittlerweile, aber ganz spezielle von bestimmten Attraktionen, die ich mag oder so. Das ist sehr, sehr schön. Tja, der Vorteil für alle ist jetzt, dass man eigentlich kein Magic Band mehr braucht, weil man kann mittlerweile auch eine Apple Watch nehmen oder ein iPhone. Ich weiß gar nicht, ob es mit Android funktioniert, aber mit Apple funktioniert es auf jeden Fall. Und kannst auch das nehmen. Aber natürlich ist so ein Magic Band schön, aber wenn Magic Band haben. Ja, ja. Und ich war froh, dass ich dir ein Special Edition, was eigentlich nur für Jahreskarteninhaber ist, den aus dem Kreuz leihen konnte. Aber auch das, weil die ganzen 50 Jahressachen alle weg waren. Da gab es auch ganz schön, da hätte es noch schönere gegeben, aber das glaube ich auch ganz schön. Und ach, da habe ich ja Glück gehabt, dass du Dagobert magst. Dann passt das ja. Ja, ja, der hält die Moneten auch immer zusammen. Genau. Ja, also Schwabe, der mag man den, das stimmt. So, jetzt ist die erste Stunde schon fast rum. Wir haben ja gesagt, wir machen heute nicht so lang, aber wir müssen trotzdem noch mal ganz kurz über die einzelnen Parks sprechen und die Highlights, die du empfehlen kannst. Und dann ist wirklich, wir geben das nach draußen zu euch, wenn ihr gerne zu jedem einzelnen Park im Walt Disney World eine eigene Folge haben wollt, mit Tipps und Tricks, mit den besten Empfehlungen zu den Restaurants und zur weiteren Planung und wie ich den Tag gestalten sollte in den verschiedenen Parks, dann schreibt uns, wir wollten jetzt einfach so ein bisschen auch ausprobieren über Europa hinaus, sei jetzt mal auch das Feld ein bisschen zu erschließen. Das heißt nicht, dass wir die deutschen und angrenzenden Parks vernachlässigen, sondern das geht einfach weiter. Aber wir merken schon selber jetzt, dass fast die erste Stunde rum ist und wir sind noch gar nicht so wirklich eingestiegen in das Thema. Wir haben noch nicht mal über Essen geredet, nee, das machen wir immer. Es ist echt schlimm mit uns. Es ist schlimm, ne? Aber wir haben uns natürlich aber gleich den größten Kuchen rausgesucht zum Abbeißen für den ersten Park außerhalb von Europa. Ja, aber ja, wir sind ja, wir stellen uns ja den Herausforderungen und wollen ja auch nur die schönen Parks auch beleuchten und deshalb sehen wir diese Folge mal so ein bisschen als Übersichtsfolge. Und jetzt lass uns doch, wenn wir schon bei Magic Kingdom sind, einfach nochmal kurz sprechen. Du hast angesprochen, was gibt's denn da für Snacks, welche Attraktionen muss man unbedingt erlebt haben, ist dort Big Thunder Mountain wirklich die beste Version dieser Attraktion oder steht die woanders, oder nimm uns doch da nochmal so ein paar Minuten mit auf die Reise. Genau, also einer der Nachteile dieser Parks, gerade auch gegenüber anderen Parks, wie zum Beispiel Disneyland Paris, ist, dass er natürlich älter ist, ne? So, Disneyland Paris feiert nächstes Jahr sein 30-jähriges, Magic Kingdom gerade sein 50-jähriges, da liegen 20 Jahre dazwischen. Und in der Zeit hat sich auch ein bisschen was getan bei Attraktionen. Das heißt, dass die ein oder andere Attraktion, die man auch in Paris findet, sogar in Paris besser ist. Und du hast es angesprochen, Big Thunder Mountain ist natürlich in Paris sogar noch mal ein Stück länger, weil du unter dem ganzen Wasser noch hindurch fährst. Du hast diese tolle, am Ende diese richtige Geschwindigkeit nach dieser eh schon tollen Fahrt. Dafür finde ich das Anstehen in Florida ein bisschen schöner, das ist so ein bisschen schöner thematisiert. Also alles in allem hat alles sein Für und Wider.
Du hast, ich fange mal bei den Snacks an. Und ins Magic Kingdom hat einer der zwei meiner absoluten Lieblingssnacks. Das erste, wenn wir mal bei süßen Sachen bleiben, ist der berühmte Dole Whip. Und diesem Dole Whip sind ja schon T-Shirts und Souvenirs und alles gewidmet. Das ist natürlich von der Firma Dole, ne? Diese Obstfirma. Ist das einfach eigentlich ein Ananas-Soft-Eis, aber das schmeckt einfach so traumhaft gut, dass man es gar nicht beschreiben kann und dass man das eigentlich dort immer essen muss und auch jeder isst, der einfach dort ist. Also das ist ein absolutes Traum für Leute, die was Süßes und vor allem so Eis geht ja immer. Und dann gibt's im Magic Kingdom, also ohnehin, super leckeres Essen. Ich hatte letztes Mal dort auf die Hand in einem dieser Quick-Service-Restaurants hatte ich einen Bacon-Macaroni-and-Cheese-Hotdog. Das war wirklich ein Hotdog. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ein Hotdog und obendrauf waren halt Käsenudeln. Und dazu gab es so Tater Tots, also so, Kartoffel, so ein bisschen wie Kroketten, aber so mit geschreddeten Kartoffeln. Und ein absoluter Traum, ne? Das war wirklich, wirklich lecker. Und diese Snacks kann man dort wirklich gut essen, aber mein absoluter Lieblingssnack, es gibt dort einen Wagen, der hat so kleine frittierte Frühlingsrollen, aber nicht so asiatische Frühlingsrollen, sondern mit immer mal wechselnden Sachen drin. Und da gibt's Cheeseburger Spring Rolls. Also da sind in diesen frittierten kleinen Frühlingsrollen ist einfach Hackfleisch und Käse drin und Zwiebeln. Und das schmeckt wie ein Traum. Also das ist natürlich Fett pur, Fett und Salz und Fleisch. Und Dip und wahrscheinlich, Käse. Oder? Ja? Und einen Dip gibt's doch bestimmt auch noch dazu, oder? Gibt's zu denen Dip? Es gibt noch welche mit so Pizzasachen drin und da hast du noch so eine kleine Tomatensauce als Dip. Ich weiß gar nicht, ob es zu denen sogar noch einen Dip gibt. Aber also ein absoluter Traum. Natürlich auch super teuer, irgendwie $7.50 für so zwei kleine Dinge, aber es ist halt einfach egal, weil du bist halt dort und die schmecken einfach super lecker. Also, und da gibt's noch ganz viel andere Sachen. Also auch da ohne Ende. Wir könnten eine Folge machen, wahrscheinlich zwei Folgen nur übers Essen dort. Und von den Attraktionen her, klar, du hast ja die ganzen klassischen Attraktionen, du hast eben Big Thunder Mountain, du hast It's a Small World, du hast Peter Pan, du hast natürlich auch klassisch das Haunted Mansion, also so das klassische, die klassische Geisterbahn. Auch da ist immer die Frage, ist die schöner als in Paris, weil Paris halt viele von euch da draußen kennen. Ich bin hin und her gerissen, ich mag beide sehr gerne. Beide aus ihren eigenen Gründen. Also die Story in Paris ist schöner, aber es gibt viele Szenen, die sind in Walt Disney World schöner. Das kann man schwer sagen. Die ergänzen sich gut. Dann hat man Splash Mountain, ne? Wunderbar für dich als Wasserbahn-Fan natürlich. Bin ich da, denke ich jedes Mal an dich, wenn ich eine Wasserbahn fahre. Dann den berühmten. Gibt's diese Beutel noch, die man dann bekommt? Nee, die gab's in der Tat gar nicht mehr, habe ich jetzt festgestellt. Nee, leider nicht. Das war ja mal eine Zeit lang gesponsert von Ziploc und dann hast du einen Ziploc-Beutel bekommen mit dem Logo drauf. Ich habe sogar noch einen hier und um dein Handy da einzupacken. Aber mittlerweile haben die festgestellt, dass alle Handys eh wasserdicht sind. Da brauchen die es, glaube ich, nicht mehr. Aber und aus umwelttechnischen Gründen wahrscheinlich Nachhaltigkeit und sowas. Ja, nee, also Plastikbeutel zu verzahlen, das stimmt, ist auch nicht mehr so cool, hast du recht. ganz, ganz toll thematisierte Wasserattraktion wird ja bald umgebaut auf Küss den Frosch. Küss den Frosch, ja. Und also so, das sind die Sachen, ne? Space Mountain, wirklich in so einer ganz, ganz klassischen Version, wo du nicht nebeneinander sitzt, sondern hintereinander so einzeln. Immer so Dreierwagen, echt cool. Auch da sind sie gerade am Bauen, eine nagelneue Attraktion, die wahrscheinlich, sagen Gerüchte, erst 2023 fertig wird. Der Tron Coaster, den es sonst nur in Shanghai Disneyland gibt. Auch eine richtig coole neue Attraktion. Also auch da wird eben angebaut, ne? Auch da, weil sie halt einfach Platz haben, ne? Die müssen da nicht irgendwas Altes wegmachen. Die können einfach was dazu bauen, ohne halt großartig was wegzubauen. Aber ansonsten einfach viel Magie, viel Charaktere, ganz viel Thematisierung. Allein durch diese Länder zu laufen, ist nochmal was ganz anderes und auch nochmal viel größer als in Paris. Also das Fantasyland, das jetzt auch erweitert wurde, mit so einer kleinen, wirklich cool gemachten Achterbahn, eher so Familienachterbahn, Sieben-Zwerge-Thema, also wirklich viel Platz und eine echt, echt schöne Sache. Also rundherum, Magic Kingdom ist halt einfach der besucherträchtigste Freizeitpark der Welt und das aus gutem Grund. Ja. Sehr gut. So, dann wechseln wir mal zu, wo gehen wir als nächstes hin?
Hollywood Studios? Hollywood Studios. Ja, Hollywood Studios beherbergt die beste Attraktion der Welt. Oh, welche wird das wohl sein? Ich glaube. Wer meinen anderen Podcast Mausgebabbel kennt, weiß, dass da schon fast ein Trinkspiel zu gibt, weil ich ganz viel immer über die Attraktionen spreche. Slinky Dog, oder? Slinky Dog, genau. Wobei ich mit Slinky Dog ja immer so ein bisschen stolz bin, weil das ja eine deutsche Produktion ist. Ein Mack-Coaster. Ja. Und von dem ich mich immer frage, warum bauen die nach Walt Disney World so eine geile Familienachterbahn und nicht einfach in den Europapark? Das würde ja naheliegen. Ja. Aber ja. Also Aus Gründen. Ja? Aus Gründen. Ja, die wir nicht erkennen und nicht nennen dürfen. Aber man hat natürlich jetzt die Hollywood Studios beherbergt Star Wars Galaxy's Edge, also eben dieses das Star Wars Land praktisch. Allein darüber könnten wir auch eine Folge machen. Ja. Und allein da kann man auch locker schon fast einen Tag verbringen. Also locker mal einen halben Tag. Nur in diesem Star Wars Land, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Allein schon den Millennium Falcon in Originalgröße. Und das, allein wenn du den siehst, kommst du um die Ecke und du siehst den da stehen und da hast du einfach Tränen in den Augen und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du hast halt einfach Rise of the Resistance. Was? Da ist es. Da ist es, Prost. Und da ist auf jeden Fall, ne, also ich glaube, da sind sich viele einig. Klar, je nachdem, was für Präferenz man hat, wenn man jetzt ein super Rollercoaster-Achterbahn-Mensch ist, sagt man, nee, für mich ist die beste Attraktion der Welt wahrscheinlich der Über-Giga-Coaster mit 10 Loopings. Wenn man aber ansonsten eher auch so Themenfahrten mag und so, geht einfach nichts über diese Bahn, Rise of Resistance, ist auch eine Attraktion. Eben, ich glaube, sowas wird auf lange Sicht einfach keiner mehr bauen. Erstmal sowas Aufwendiges. Insgesamt paar 20 Minuten, verschiedene Szenen mit verschiedenen Pre-Shows und einfach eine lange, also wahnsinnig lange Attraktion. Also ist einfach nicht zu beschreiben und ich will auch nicht viel spoilern, aber es ist einfach grandios und allein dafür lohnt sich schon rüber zu fliegen. Und da bin ich sehr auf dein Gesicht gespannt, hinterher, wenn du da aussteigst, ob du auch so völlig verstört und voller Glückshormone guckst, wie ich das damals getan habe. Also sehr, sehr großartig. Dann ist deine Attraktion, dann kannst du den Millennium Falcon selber fliegen als Simulator und du kannst ihn selber steuern und so. Auch großartig. Du hast aber auch tolle Sachen aus den Tower of Terror dort noch in der Originalform, der noch ein bisschen abgewandelt ist, wie der in Paris. Du hast dort auch noch den Rock'n'Roller Coaster, den wir in Paris gerade nicht mehr haben, der gerade umgebaut wird zum Iron Man Coaster. Und ich glaube, das wird, glaube ich, auch einer der Favoritenattraktionen werden, ist Mickey and Minnie's Runaway Railway. Ja, großartige Attraktion. Runaway Railway. Die haben nicht an uns Deutsche gedacht, dass wir das nie aussprechen können. Ich liebe da schon Nothing Can Stop Us Now. Also ich meine, den Song gibt es ja auch auf Spotify und Co. Ich höre den rauf und runter. Ich finde, das ist so toll, süß gemacht, schon die Warteschlange, also alles das, was man, ich habe mich komplett spoilern lassen, ich weiß alles schon über die Attraktion, wie sich diese einzelnen Szenen dann auch verändern, in dieser Zug dann auch, der sich dann in diese Einzelteile dann auch teilt und jeder so auf seine eigene Experience dann auch geht, ich finde es grandios. Und ist es wirklich auch so, wie das dann auch in den Videos rüberkommt? Es ist noch besser, also du sitzt da wirklich schon, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst und du hast dazu noch diese wirklich coolen Wagen, die sich in alle Richtungen bewegen, was du halt natürlich auf dem Video nicht sehen kannst. Also dieses Gefühl, diese Wagen ist großartig und einfach, da passiert so viel und du fährst so schnell von Szene zu Szene und denkst dir so, oh, lass mich noch mal 5 Minuten hier sitzen, ich will mir alles angucken und dann geht die Story schon wieder weiter. Also wirklich, das ist eine wirklich tolle Attraktion. Die ist noch besser, als sie auf dem Video aussieht. Und es gibt ja wirklich verschiedene Storylines, also das ist wirklich unterschiedlich, in welchem Wagen du sitzt, kriegst du eine andere Story von Donald oder Mickey oder sowas. Genau, oder also, auch Pluto zum Beispiel, ne, den du teilweise gar nicht bemerkst, es sei denn, du sitzt im richtigen Wagen. Ja. Und am Ende fügt sich wieder alles zusammen. Also grandiose Bahnen. Die sind ausgebufft, wie man so schön sagen würde. Und auch wieder was, ne? Auch für die ganze Familie. Das ist nichts, wo du sagst, oh, das können nur die Großen fahren und die Kinder gucken in die Röhre. Nee, das können alle fahren und es werden alle lieben. Auch von groß, wir Große sind völlig irgendwie, ne, finden es toll, weil es so toll gemacht ist. Die Kinder finden es toll, weil es bunt ist und Mickey und Minnie da rumrennen. Also eine ganz tolle Sache. Und auch Essen. Essen war früher in Hollywood Studios immer so eine Sache. Mittlerweile, gerade durch Galaxy's Edge, kann ich absolut empfehlen, Docking Bay 7
ganz tolles Quick-Service-Restaurant und natürlich Ogas Cantina, also eine Bar, eine Star Wars-gethemte Bar mit ganz exotischen Drinks und dem ehemaligen Star Tours-Piloten Captain Rex als DJ. Also ganz großes Ambiente da drin. Ja, toll gemacht. Ach, Mensch, wenn man jetzt nicht nur einfach hinbeamen könnte, oder? Das wäre echt ein Traum. Dann wäre ich auch schneller fertig mit dem Podcast hier, weil dann würde ich irgendwas fahren wollen. Ja. Naja, dann wechseln wir schnell zu, und ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, zu deinem Lieblingspark, und zwar geht's nach Epcot, und erklär uns doch mal da, was ist denn da das Prinzip, wie ist der Park aufgeteilt? Ich sehe hier World Nature, World Celebration, World Discovery. Was kann man denn, und World Showcase nicht zu vergessen, was kann man denn da erleben? Was sind da die Top-Attraktionen, die man unbedingt gesehen haben muss? Und auch da gibt es eine neue Abendshow. Genau, eine nagelneue Abendshow, Harmonious, komme ich gleich zu. Ja, Epcot, auch da, Epcot steht für Experimental Prototype Community of Tomorrow. Wer die ganze Geschichte so ein bisschen kennt, Walt Disney war ja auch großer Fan von Städteplanung, und der wollte ja eine riesen Stadt bauen, wo dann die Leute in dem gleichen Gebäude wohnen und arbeiten und shoppen und eben dann nicht mehr im Auto irgendwo hinfahren müssen, sondern eher mit so People-Movern hin und her, mit so Wagen, die auf so Schienen fahren, so von A nach B fahren, echt futuristisch. Und das wollte er immer irgendwie bauen, aber dann war vielleicht auch ein bisschen sehr viel Utopie dabei, und dann ist er ja leider auch verstorben, bevor Walt Disney World überhaupt aufgemacht hat. Und man hat aber immer dieses Epcot-Thema so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, und dann sagte die Legende, dass man dann an zwei Sachen gearbeitet hat. Einmal so ein Plan für so einen Park, dass man dem einmal um die Welt geht und alle möglichen Länder besuchen kann, und einen eben mit Attraktionen. Dann hat man die beiden zusammengeschoben, hat gesagt, hey, das passt doch, da machen wir einfach einen Park draus. Und so ist halt irgendwie so in ganz, ganz kurzer Form Epcot entstanden. Und Epcot war insofern ein spannender Park, für mich auch mit ganz viel Kindheitserinnerung behaftet, der als erster Park so ein bisschen Thema Edutainment, also Entertainment und Education, also ein bisschen Bespaßung, bei dem man auch was bei lernt, zum Fokus hatte. Und da gab es eben eine Attraktion über, wie sich das Transportwesen, ne, von zu Fuß bis Autos so entwickelt hat, wie man Energiegewinnung betreibt, die Geschichte der Kommunikation. Man konnte eine Unterwasserstation besuchen, ganz viel über Unterwassertiere lernen. Dann gibt es, also es nannte sich früher The Living Seas, heißt jetzt noch The Seas. Da ist jetzt so eine ganz, ganz süße Bahn mit Nemo und seinen Freunden drin. Ist auch sehr, sehr süß für Kinder. Also das war so der ursprüngliche Ansatz. Da hat sich ein bisschen was getan. Viel ist von diesem Lerneffekt ist weggefallen, ist hin zu eher normaleren, eher Attraktionen. Wir wollen nicht mehr lernen, wir wollen Spaß. Genau, wollen Unterhaltung, ja, und so. So ist es halt mittlerweile. Ich sag leider, aber so ist es halt mittlerweile im Park, aber der macht trotzdem noch ganz viel Spaß. Die Hauptattraktion, und es ist für mich auch eben in dieser großen Kugel drin, die man am Eingang kennt, dieses ganz ikonische, runde, viele sagen despektierlich Golfball, ich wollte gerade sagen, der Cocoon Coaster meinst du? Ja, genau, der aus irgendeinem Grund auch im Europapark in kleinerer Variante steht. Allerdings ist hier in Epcot keine Achterbahn drin, sondern Spaceship Earth, das war die Geschichte der Kommunikation, so als Themenfahrt. Schön richtig lange Bahn mit vielen Animatronics. Also es ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsbahnen, weil sie ist lang, sie ist schön gemacht. Erinnert mich an das klassische Epcot, man lernt noch was dabei. Und es ist einfach ein Traum. Du weißt, du bist in dieser riesengroßen, die ist einfach, du stehst gigantisch groß, in dieser großen Kugel drin, also in dieser Geosphäre. Wunderschön. Also das ist was Tolles. Du hast aber auch du hast Test Track, ne, wo so simuliert wird, wie so ein Crash-Test gemacht wird, mit dir allerdings drin. Dann hast und, du. Genau, und du hast, oder andersrum gesagt, wir hatten eine Attraktion in Paris, die jetzt nach Epcot kopiert wurde. Ja. Und wo wir endlich mal sagen können, Mensch, wir hatten das, oder wir haben das Original. Und nicht andersrum, dass immer in Paris nur die Kopien dann auch hinkommen. Und zwar, ja, der Ratatouille Ride. Genau. Remy's Adventure. Dort heißt der Remy's Ratatouille Adventure. Ah, ja, genau. Ja. Und auch mit passender kulinarischer Untermalung, also dass man da auch wieder schön passend dazu dann auch essen kann.
Und das finde ich, wie gesagt, auch eine schöne Ergänzung irgendwie. Ja. Und ich glaube, da würde ich mich dann das erste Mal auch so richtig heimisch dann auch fühlen. Auf jeden Fall. Ja, oder halt auch in Deutschland, ne? Du hast ja auch Deutschland genau, dort vertreten. Pavillon. Da fühlt man sich auch heimisch. Und das Schöne ist, du hast ja ganz, ganz viele Länder der Welt dort abgebildet. Du kannst reingehen, du hast immer deine berühmte ne, Bauwerke aus diesen Ländern. Du kannst dann dort landestypisch essen. Du hast teilweise auch Attraktionen drin. Ist ja auch eine lange Geschichte. Es sollte ja auch mal eine Deutschland-Attraktion geben. Und genau, du hast eben im französischen Pavillon hast du eben jetzt Remis Ratatouille Adventure. Du hast aber auch im norwegischen Pavillon einen ganz, ganz tollen Frozen, eine Frozen-Attraktion, von der man ausgeht, dass uns die auch dann irgendwann in Paris besuchen wird, diese Frozen-Attraktion. Und ja, also auch das, ne, ein schöner Park. Du kannst halt auch schon ein bisschen was lernen. Das ist der Essenspark schlechthin, weil du hast in jedem Länderpavillon traumhafte Restaurants. Und du hast eben eine nagelneue Abendshow, Harmonious. Die scheidet so ein bisschen die Gemüter. Ich habe mir mehr darunter vorgestellt, aber es ist eine solide Show mit vielen Liedern und viel Pyrotechnik und viel Projektionen auf dem Wasser. Wenn man den richtigen Platz hat und genau zentral drauf guckt, sieht das wirklich auch großartig aus. Wenn man so ein bisschen abseits steht, ja, dann sieht es nicht mehr ganz so großartig aus. Aber auf jeden Fall gibt es nichts Schöneres, als so einen wunderschönen langen Parktag mit so einem Feuerwerk oder einer Show noch zu beenden, so als krönenden Abschluss. Das ist einfach, und das kann man auch sich auf keinem Video angucken, einfach das Gefühl, wenn man so einen tollen Tag hatte, den dann so abzuschließen. Und dann ist auch noch warm in Florida, man ist im Urlaub und ach, das ist dann trotzdem schön. Wo es auch schön bestimmt ist, ist im vierten Park, und zwar da abschließend der Disney's Animal Kingdom Theme Park. Erzähl doch mal da, also gerade von Pandora verspreche ich mir wirklich, wirklich viel, und ja, was sind denn da so deine Highlights, was muss man unbedingt gesehen haben? Es gibt auch eine Lion King Show und ja, erzähl doch da mal so ein bisschen davon. Also Animal Kingdom hat ja, die haben ja lange Werbung damit gemacht, dass sie eben kein Zoo sind. Weil das einfach so ein bisschen Leute gesagt haben, naja, also irgendwie die bauen da einen Zoo hin, ne? So ne, Tiere, da muss ich jetzt ja, da kann ich auch woanders hin. Natürlich gibt es viele Tiere, und es gibt zwei ganz, ganz große Trails, einen afrikanischen, einen asiatischen, wo du wirklich so durchläufst, auch an Gehegen vorbei und so, wo du natürlich auch wirklich Tiere sehen kannst. Also es ist auch in großen Teilen wirklich ein Zoo. Aber natürlich ein toll gemachter Zoo und nicht wie hier so unsere lokalen Zoos, wobei es da auch sehr schöne gibt, aber das ist natürlich nochmal eins obendrauf. Und mit eigentlich der Hauptattraktion einer Safari, wo du wirklich in großen Bussen durch eine Safari-Landschaft fährst, wo einfach die Tiere frei rumlaufen, was wirklich, wirklich toll ist. Natürlich, weil es Disney ist, mit einer gewissen Story auch dabei, und das ist schon wirklich cool gemacht mit ein klein bisschen Action-Elementen, aber das auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle, lange auch Attraktion, der man halt wirklich auch ein bisschen was lernt und einfach schöne, viele Tiere sieht. Ja, da scheinen sich auch die Geister, braucht man Zoos oder halt nicht, aber auch da wieder, da gehe ich sehr davon aus, dass gerade weil es Disney ist, die machen da sehr viel für die Tiere, aber natürlich gehören die halt trotzdem eher noch in die Wildnis, aber das Zoo, die Zoodiskussion brauchen wir nicht führen, aber wenn einen das nicht stört, ist das halt wirklich echt ein Traum. Dann gibt es natürlich noch Dinge, über Tiere, die es gar nicht mehr gibt. Es gibt ein Dinoland, also über Dinosaurier, auch mit der tollen Attraktion Dinosaur. Es gibt, und ich komme gleich natürlich zu Pandora, es steht im Animal Kingdom meine absolute Lieblingsachterbahn, und ich bin kein riesen Achterbahn-Fan, also das so höher, schneller, weiter brauche ich nicht, aber es steht dort mit Expedition Everest wirklich meine absolute Lieblingsachterbahn. Die geht vorwärts, rückwärts, man hat eine tolle Aussicht, es ist eine tolle Story dabei, also es ist einfach, ja, wie gesagt, meine Lieblingsachterbahn, wenn ich mich jetzt irgendwo hinbeamen könnte, jetzt gerade hätte ich mega Bock, die zu fahren. Die steht dort auch natürlich toll gemacht, ne, im Mount Everest drin, auch das Anstehen ist ganz toll, da stehen auch Bücher von Reinhold Messner, aber es geht halt um den Yeti auch, ja, den die auch gesehen haben will, man trifft den auch dann dort in der Attraktion. Ja, also ganz großes Kino, und dann die neueste, auch nicht mehr ganz so neu, auch schon ein paar Jahre alt, Pandora, The World of Avatar, ne, basierend auf diesem Film, ja immer noch, glaube ich, der erfolgreichste Film aller Zeiten, wahrscheinlich nicht wirklich wegen der Story, mehr wegen diesem tollen Gimmick, dass es halt wirklich cool in 3D aussah,
Aber Disney hat sich gedacht, wir machen da mal ein Land zu, und das sieht, wer die Filme gesehen hat, wirklich großartig aus mit diesen schwebenden, also die haben es geschafft, diese großen schwebenden Felsen dort abzubilden, und man läuft da durch und man traut seinen Augen kaum. Man hat diese Tier- und Pflanzenwelt aus diesen Pandora-Filmen dort abgebildet, diese ganzen Geräusche, also alles auch ein bisschen interaktiv, und vor allem im Dunkeln sieht es großartig aus. Und es gibt eben dort eine Attraktion, es gibt zwei Attraktionen, und eine davon ist Flight of Passage. Das ist auch mit Sicherheit wahrscheinlich, also auf jeden Fall unter den Top 3 Attraktionen im kompletten Walt Disney World. Ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber man sitzt auf einem, ja, auf einem dieser fliegenden, ich nenne sie mal Drachen. Und war das nicht Banshees oder sowas? Genau, Banshees heißen die, aber die sehen so ein bisschen aus, ja, also vielleicht kein Drache, aber ja, wenn man muss, vielleicht haben wir mal einen Film gesehen, aber halt auf diesen Banshees fliegt man da rum, ja, also in 3D, und natürlich, man guckt ja über auf den Screen, aber es ist einfach, es ist eine Attraktion, wo die Leute, wenn du draußen stehst, regelmäßig Tränen in den Augen haben, voll Glück, wenn sie da rauskommen, so schön ist das. Und das ist die einzige Attraktion, für die ich jeweils freiwillig mich mal 3 Stunden angestellt habe, weil es mir egal war, weil ich es noch mal erleben musste, nachdem ich schon mal gefahren war an dem Tag. Wow, aber 3 Stunden ist schon eine Hausnummer. Also, ja, aber das war mir wirklich so egal, weil es einfach so grandios ist. Ja, und die Warteschlange, das kann man ja vielleicht auch schon mal sagen, das ist ja jetzt nicht so, wie man es auch in anderen Parks hier in Deutschland vielleicht auch kennt, so, ich will nicht sagen Bretterbude, sondern da beginnt ja eigentlich schon die Experience mit irgendwie tollen Stories oder Räumen mit der Pre-Show, wo man dann auch schon mal mit abgeholt wird in diese ganze Themenwelt, also das ist ja, sag ich mal, nicht mehr dieses typische, ich stelle mich nur an und bin dann irgendwann bei der Attraktion, sondern es beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo ich die Warteschlange betrete, da geht eigentlich schon das ganze Erlebnis. Und allein dafür lohnt sich's auch, ne? Da ist fast zu schade, wenn du so eine Lightning Lane hast, läufst du an allem vorbei, und teilweise, wenn es nicht zu lang ist, würde ich lieber eine halbe Stunde länger warten und mir einfach diese Warteschlange angucken, ne? Und das zu erleben, ne? Weil das ist ja auch alles Teil der Attraktion dort. Mm. Und nein, also das ist auch wirklich grandios, und mittlerweile kannst du auch da, dann hast du als Wahrzeichen diesen Tree of Life, diesen großen Baum dort stehen, da ist unten drunter auch so ein Kino drin mit so einer 4D, so einem 4D-Film zu It's Tough to Be a Bug, der ist auch ganz süß, und der wird mittlerweile auch abends angestrahlt und leuchtet auch wunderschön zur 50-Jahr-Feier. Also auch das ist ganz, ganz groß, ein riesengroßer, natürlich künstlicher leider, aber Baum, ja, der den kompletten Park überschattet. Also, aber das wusste ich zum Beispiel nicht, dass da ein Kino drunter ist. Also das war jetzt für mich auch mal wieder eine Überraschung mehr. Ich meine, ich weiß wahrscheinlich schon 1000 andere Sachen auch nicht, aber das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Ja, da ist ein ganzes Kino mit einem 4D-Film drunter. Ach, Mensch. Ja. Wieder was dazugelernt. Siehst du? Ja, sollen wir mal nicht sagen, dass der Freizeitpark Traveler Podcast nicht bildet. Ja, und das war jetzt wirklich, und jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon auf, wir müssen selber gucken. Mensch, wir sind schon bei 1:15 und wir haben wirklich noch, also wir haben an der Oberfläche gekratzt, ne? Ich habe jetzt wirklich versucht, das so für echt nur, um so ein bisschen Geschmack zu geben, oder halt Leute, die schon da waren, dass man so ein bisschen, ach, ins Träumen kommt, ne, weil es ist ja so bei uns Disney Park Fans, wenn einer über Disney Parks redet, hört man sich's an und fühlt sich dahin versetzt und ist einfach glücklich. Und entweder hoffe ich, geht's euch so, oder dass ihr sagt, boah, das klingt ja echt cool, ich muss da mal hin. Ja, also ich bin auf jeden Fall total gehypt, aber schon gefühlt irgendwie mein Leben lang und habe immer nur auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Aber so wie ich raushöre, ist der perfekte Zeitpunkt jetzt. Auf jeden Fall. Also zur 50-Jahr-Feier, ja. Schnellstmöglich. Und klar, ich meine, wenn man eh irgendwie nach Florida irgendwie reist, dann ist das sicherlich auch mit eins der Top-Ziele. Und das muss ich aber wirklich sagen. Ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ja, fliegen nach Florida, sag ich, oh, da fahrt ihr nach Disney World. Och, nee, und so. Und das ist halt auch, ne, macht den Fehler nicht. Also wenn ihr schon da seid. Und klar, also viele Leute sagen, na ja, ich kenne doch Freizeitparks und das ist ja eher was für Kinder und so. Und es ist halt einfach dort nochmal anders. Weil egal wie viele Freizeitparks du kennst, das ist einfach das Ganze nochmal hoch 10 und einfach in Perfektion. Und ich glaube, da kann einfach jeder was mitnehmen. Und wenn es nur irgendwie, ne, die schöne Umgebung ist oder die tolle Pflanzenwelt, die dort aufgebaut ist, oder das tolle Essen, da findet einfach jeder was, was ihm gefällt. Und auch ja, natürlich sind die Tickets nicht billig. Aber ich sage halt auch immer, das ist was,
da denkst du dein Leben lang noch dran. Ne? Also das sind einfach, für das Geld hast du einfach Erinnerungen, die du dein Leben lang eingebrannt hast. Und das ist es dann halt auch wieder wert. Und deswegen, also wenn man nach Florida fährt und nicht nach Walt Disney World fährt, kann ich nicht verstehen. Egal, ob man ein Themenpark-Fan ist oder nicht. Ja, also macht es auf jeden Fall. Das ist absolut eine Reise wert. Und es ist ja das Schöne, dass wir uns auch kennen, wo ich ja, sag ich mal, die Expertise in vielen europäischen Parks habe, hast du sie vor allem in Walt Disney World und ja. Wir gucken einfach, dass wir uns da irgendwie arrangiert bekommen, dass wir uns dann persönlich da sehen und du dann, sag ich mal, deinen Heimatort, dein Lieblingsort auf der Welt mir auch mal so präsentieren kannst, wie ich es hier auch in Deutschland mit dem einen oder anderen Park auch schon gemacht habe. Das fände ich irgendwie toll, weil wenn das Herz für einen Park oder für das Thema irgendwie schlägt, dann glaube ich, kann man das nochmal ganz anders irgendwo dann auch nach außen bringen oder den Leuten auch so ans Herz legen, die vielleicht zum ersten Mal auch da sind und gerade so sagen, naja, wo gehen wir jetzt essen? Das sind ja auch alles Sachen, das kostet ja unglaublich viel Zeit, wenn man sich selbst damit erstmal so auseinandersetzen muss und wenn es da schon jemand gibt, der sich da auskennt und sagt, hey, wir gehen jetzt dahin und die Attraktionen, die machen wir erst später oder sowas, dann ist es echt Gold wert und deshalb, ja, bin ich da echt total positiv und freue mich auf den ersten Besuch. Ja, ich liebe das ja auch, Leute mitzunehmen, die da noch nie waren, weil da erlebt man es ja selber auch nochmal irgendwie neu. Ne? Aber ja. Also ich lasse mich gerne auch buchen, ne? So ist ja nicht. Hey, aber das dann über hier unsere Plattform. Also da machen wir dann gleich so ein Business draus. Genau, so Personal hier Guide, ne? Durch Walt Disney World. Sehr schön. Ja, jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen heute die Folge ja nicht ganz so extrem lang machen. Jetzt sind wir schon wieder gut dabei. Aber ich glaube, und das war ja unser Angebot, wenn die Leute da draußen sagen, Mensch, hier neben den europäischen Parks interessiert uns auch Walt Disney Worlds, die Disney Parks und die Wasserparks, die noch dazugehören. Ja, da haben wir noch gar nicht über geredet. Wir haben noch nicht über das Shopping geredet, wir haben nicht über die Wasserparks geredet. Disney Springs, ne? Also. Und was es auch alles irgendwie Tolles gibt oder sowas. Dann schreibt uns wirklich auf allen Kanälen. Mich findet ihr, wie der Titel des Podcasts oder Freizeitpark Traveler und den lieben Jens unter seinem eigenen Podcast, aber auch auf Instagram unter Mausgebabbel steht er euch für alle Fragen zur Verfügung und natürlich auch weiterhin hier und das hoffe ich, dass wir das auch ganz, ganz viele, viele Jahre zusammen machen werden, diesen wunderbaren Freizeitpark Traveler Podcast, weil mir macht es unglaublich viel Spaß und ich zehre auch wirklich von deinen ganzen Erfahrungen, was deine Parks angeht, wo ich sage, wo du zu Hause bist und wo ich noch dazulernen kann. Und ich glaube, genau das ist ja unser Ziel von unserem Podcast, dass wir uns gegenseitig unterstützen, Tipps und Tricks weitergeben und auch, dass es nicht nur immer ein schönes Gespräch oder Austausch untereinander ist, sondern wir das ganze Fachwissen auch nach außen tragen wollen, sodass ihr, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit oder gerade in den Urlaub startet oder einfach nur zu Hause sitzt und putzt oder im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer oder wie ich ihn liebevoll nenne, Croissant-Trainer, und uns zuhört, dann freuen wir uns, wenn ihr hier aus diesen oder aus den anderen Folgen einfach was mitnehmen konntet und beim nächsten Mal einfach den Aufenthalt noch entspannter genießen können, noch mehr Details dann auch findet und so wir alle einfach davon profitieren. Besser hätte man es nicht sagen können, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann erzählt gerne das Ganze weiter. Ne? Vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die mal euch erzählen, sie wollen mal in irgendeinen Freizeitpark. Sagt ihr, hey, das Ganze gibt es auch zum Hören und zum Inspirieren. Dann empfehlt uns gerne weiter. Und vor allem hinterlasst uns gerne eine Bewertung, sei es bei Apple Podcasts oder jetzt auch bei Spotify. Ja, also seit ganz neuesten, ihr müsst sicherlich mal schauen, wenn ihr nach Freizeitpark Travel Podcast oder Mausgebabbel sucht, gibt es dann auf der Übersichtsseite jetzt ein kleines Feld, wo ihr draufklicken könnt, wo ihr eure Sternebewertung abgeben könnt. Das ist ganz, ganz neu. Wenn ihr das noch nicht seht, aktualisiert am besten eure Spotify-App. Das immer so als Tipp, aber ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch 5 Sterne geben würdet, weil nur dadurch wären wir auch besser gefunden und können damit auch noch andere Freizeitpark-Fans mit inspirieren und einfach unsere Mehrwerte auch zu diesen Leuten dann auch bringen. Also da würden wir uns wirklich sehr freuen, da würdet ihr uns wirklich, wirklich helfen. Gerne 5 Sterne und bei Apple Podcast. Und wie Jens schon gesagt hat, empfehlt uns gerne auch persönlich weiter zu euren Freunden, Familienmitgliedern und allen Leuten, die gerne in Freizeitparks gehen oder vielleicht Freizeitpark-Fans werden wollen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Besser kann man es nicht sagen. Ansonsten schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Genau, das haben wir auch schon gesagt. Genau. Ja, damit, glaube ich, sind wir jetzt alle gedanklich in Florida. Ich gönne euch, dass ihr da noch ein bisschen bleibt, verweilt da etwas. Und ansonsten kommt zurück zu unserer nächsten Folge dann demnächst. Bis ganz bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.